Hallo und wieder einmal ein schönes herzlich willkommen zum mittlerweile 12. Online-Training für die Altersgruppe U16 und älter. Ich habe mich auf die heutige Ausgabe besonders gefreut, weil wir einen kleinen Special-Guest zu Besuch haben. Ich will gar nicht zu viel wegnehmen. Stell dich doch kurz selbst vor. Hi, ich bin Frieda Bühner, ich komme aus Osnabrück und da spiele ich in der ersten Bundesliga, in der zweiten Bundesliga und in der WNBL. Und ich habe hier mal trainiert und deswegen wurde ich eingeladen, glaube ich. Wer sich erinnert, wir hatten vor, fünf, sechs oder sogar sieben Wochen den kleinen Bruder von Frieda zu Besuch, den Karl, der spielt hier bei uns in der JBBL. Und da kam so ein bisschen der Kontakt zustande. Du hast es gerade schon gesagt, du hast hier Individualtraining gehabt, auch mittlerweile schon 1,5 Jahre her aufgrund der Corona-Pandemie. Leider. Leider, ne? So, und dann habe ich mir mal gedacht, ich lade Frieda mal ein, sie hat netterweise Ja gesagt. Ich werde die Frieda noch ein bisschen genauer vorstellen im Laufe der nächsten 45 Minuten, weil sie sicherlich ein, zwei sehr, sehr coole Sachen zu erzählen hat. Ich will aber jetzt am Anfang gar nicht so viel rumschnacken. Wollen wir anfangen mit Training, Frieda? Ja. Alles klar. So, ihr schnappt euch direkt einen Basketball zu Hause. Frieda, du hier in der Halle. Du kannst auf einen von den beiden Seiten anfangen, vollkommen egal. Ein bisschen Ballhandling zum Warm-up. Ganz simpel. Erstmal den Ball von vorne nach hinten dribbeln, dabei geradeaus laufen, nur mit der rechten Hand. Okay? Auf dem Rückweg nimmst du die linke. Gut, linke Hand. Sehr schön. Nächste Sache. Innen, außen, nur mit der rechten Hand. Rückweg wieder mit links. Einfach nur, um kurz reinzukommen. Linke Hand auf dem Rückweg, Frieda. Gut so. Okay, nächste Geschichte. Du machst mal bei jedem Dribbling einen Handwechsel vorm Körper. Vorwärts auf dem Hinweg, rückwärts auf dem Rückweg. Gut so, gut so. Und rückwärts zurück. Nice. Gleiche Geschichte, du dribbelst aber bei jedem Schritt durchs Bein. Okay? Vorwärts hin, rückwärts zurück. Nice. Okay, gut so, Frieda. Wir kombinieren die Sachen ein bisschen. Du dribbelst links nach rechts durchs Bein, rechts nach links vom Körper. Und das machst du bei jedem Schritt. Setzt du einen Dribbling, okay? Hin und zurück, vorwärts. Auf geht's. Gut. Gut. Auf dem Rückweg kannst du mal die Richtung ändern. Also jetzt andersrum durchs Bein, andersrum vom Körper. Gut so. Okay, selbes Prinzip. Du dribbelst links nach rechts durchs Bein, rechts nach links in deinem Rücken. Okay, wieder auf jeden Schritt ein Dribbling. Auf dem Rückweg die Richtung ändern. Let's go. Bleib die ganze Zeit tief. Gut, Frieda. Sorry. Kein Problem, kein Stress. Sehr schön. Okay, was du gerade schon einmal kurz angedeutet hast, machen wir jetzt. Du machst immer wieder dieselbe Dribbelkombination. Du machst ein Dribbling vom Körper, ein durchs Bein, eins hinterm Rücken. Vom Körper, durchs Bein, hinterm Rücken. Hin und zurück, okay? Gut, gut. Schön hart dribbeln, nutzt deine ganze Armspannweite, dribbel am langen Arm. Gut, Frieda. Rückweg das Gleiche. Sehr schön. Weiter geht's. Okay. Du machst zwei Dribblings durchs Bein. Eins, zwei und eins vom Körper. Zwei durchs Bein, eins vom Körper. Du kannst die drei Dribblings wirklich schnell machen, danach eine kurze Pause und dann wieder in die schnelle Kombination. Okay? Gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, weiter. Rückweg das Gleiche. Gut, Frieda. Okay, selbe Sache, eine kleine Änderung. Zwei Dribblings durchs Bein, eins hinterm Rücken. Okay, versuch mal, dass du die beiden Dribblings durchs Bein so machst und den Schritt gerade nach vorne setzt und nicht zur Seite. Und als wenn du dir eine Linie vorne vorstellst, da durchdribbelst und dann einen Handwechsel jetzt in dem Fall hinterm Rücken machst. Okay, let's go. Boom. Eins, zwei, drei, gut. Okay, und wieder zurück. Sehr schön. Sehr schön.
Okay, eine Sache machen wir noch. Durchs Bein, hinterm Rücken, vorm Körper. Eins, zwei, drei, vier. Okay, auf dem Hinweg mit rechts anfangen, Rückweg mit links. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Rückweg das Gleiche. Eins, zwei, drei und vier. Gut, 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 gut. Okay. So. Ballhandling haben wir geschafft. Wir wollen jetzt noch ein bisschen werfen. Ja, Frieda hier in der Halle, ihr zu Hause auch. Wir wollen ein bisschen mit Formshooting anfangen. Okay, hängt dir wahrscheinlich auch schon zum Hals raus, schon ein paar Mal gemacht in deinem Leben. Wir wollen uns immer mal hier um den No-Charge-Kreis verteilen. Okay, ihr zu Hause müsst ein bisschen gucken, in was für einem Abstand ihr das macht. Das können wir entweder nur mit einer Hand machen. Frieda macht es einmal kurz vor, den Arm ausstrecken, den Ball in die Position bringen und dann in einer Bewegung nach oben gehen. Sehr schön. Dann machen wir einfach mal 5-6 Treffer von, dass wir ein bisschen reinkommen in das Thema Wurf. Ich bin gespannt, Frieda, wie es beim Wurf heute aussieht. Ich erinnere mich noch daran, als wir früher trainiert haben, wo du mit Hanno auch dein Handgelenk immer in alle Richtungen abgeklappt. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Ich hoffe besser. Ich hoffe auch. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, sonst würdest du ja nicht erste Liga, zweite Liga und WNBR spielen, richtig? Ja. Gut, nimm mal die zweite Hand dazu. Wir machen exakt das Gleiche, bleiben auch in demselben Abstand. Wir nehmen die zweite Hand direkt zum Ball, fangen tief an und gehen in einer flüssigen Bewegung nach oben. Okay? Gut so. Okay, du kannst mal 3 Treffer machen und dann gehst du immer 1 oder 2 Schritte weiter, dass wir es verschiedenen Winkeln auch mal in Richtung Korb werfen. Okay? Okay. Auf geht's. Ja, seht ihr bei Frieda wirklich gut, wie sie den Ball anreißt. Ist ein super schönes Tempo. Ist in einem Tempo, es ist schön flüssig, sie macht keine Pausen. Darauf noch ein bisschen zu Hause achten. Okay, es ist oft gesehen, dass man den Ball hochnimmt, hier kurz stoppt und den Ball dann quasi rausdrückt. Wir wollen wirklich versuchen, wenn wir unten anfangen, in einer flüssigen Bewegung den Ball oben in Richtung Korb bekommen. Gut so. Okay. Geh ruhig nochmal einen Schritt weiter, dann kannst du nochmal 4 Treffer machen. 2 an dem einen Spot, 2 an dem anderen. Sorry. Das war absolut kein guter Pass von mir. Geht absolut auf mich. So, 2 noch eben. Gut, Frieda. Okay. So. Wir wollen uns mal rund um die Zone verteilen. Wir bleiben hier in der Mitteldistanz. Ihr zu Hause schaut mal, dass ihr ja, nicht von der Dreierlinie werft. Das wären so knapp 7 Meter. Wir gehen einen Schritt rein, okay, dass wir noch vernünftig an dem Wurf arbeiten können. Okay, wir wollen jetzt mal Ballhandling und Wurf kombinieren. Frieda, du fängst an, du machst 2 Handwechsel. Ein Handwechsel durchs Bein, ein Handwechsel vom Körper, alles stationär. Landen in einem Kontakt, von da aus in den Wurf gehen. Okay, auf geht's. Gut. Ja, versucht wirklich, Frieda hier in der Halle, ihr zu Hause auch, die beiden Handwechsel extrem schnell zu machen. Das ist eine schnelle Kombination, ist bam, bam, gut. Da an den Jumper gehen, schön tief landen, da dann den ganzen Schwung mit hochnehmen. Boom, gut. Guter Balldip, Frieda. 1, 2, nice. Gut. Ja, ihr seht bei ihr, nach den beiden Handwechseln, dippt sie den Ball einmal nach unten. Okay, es macht sie, um den Ball hier in die Ausgangsposition zu bekommen, da vernünftig Schwung zu haben, um dann den Wurf wirklich dynamisch, explosiv nach oben zu bekommen. Okay? Gut. So, wir machen mal 4 Treffer, Frieda, okay? Ja. Auf geht's. Nice. Versuch den Ball wirklich auch am langen Arm zu dribbeln, ja, auch wenn du jetzt im Stehen das machst. Auf geht's, zack, zack, nice. Was sind das, 3? Ja. 3, okay. Wenn du 4 hast, wechseln wir die Richtung, sprich wir wechseln die Anfangszahl, mit der wir dribbeln. Sehr gut.
Ich habe mir schon gedacht, dass es bei Frieda jetzt so ist und ich habe mich sehr darauf gefreut, euch das zu Hause auch zu sagen. Achtet mal darauf, wenn Frieda einen Wurf gemacht hat oder ein Layup gemacht hat, egal ob drin oder nicht, rennt sie quasi, um den Ball sich wieder zu holen. Okay, das hat sie vor ein paar Jahren auch schon gemacht. Das ist quasi eine Eigenschaft, die wir Trainer sehr, sehr gerne sehen, einfach weil es daran dann ja, liegt, dass wir noch mehr Wiederholung haben, dass wir noch mehr schaffen im Training. Ja, na klar, sehen es die Trainer gern, aber, oh Gott, aber ist auch gut für euch, denn je schneller ihr den Ball holt, desto mehr Wiederholung schafft ihr jetzt beispielsweise hier in den 45 Minuten, die wir zusammen trainieren. Gut, so. Okay, fangen wir jetzt an zu zählen. 4 Treffer. Nice. Guter Wurf. Bam, bam. Tatsächlich mit dem Handgelenk hast du wohl im Griff bekommen. Ne? Ich erinnere mich noch daran. Rechts und links, aber nicht nach vorne. Deutlich besser als noch vor anderthalb Jahren. Auf geht's, finish das. Verlager dein Gewicht ein bisschen mehr mit, wenn du den ersten Handwechsel machst. Sehr, sehr gut. Nice wieder. Was sind das, 3? Ja. Ja, einen noch. Okay, so. Du schmeißt mal 3 Freiwürfe rein, egal ob in Folge oder nicht. Gib mir die Chance, direkt nochmal 1, 2 Fragen an dich zu stellen. Du hast am Anfang gesagt, du spielst 1. Liga, 2. Liga und noch U18 Bundesliga. Erzähl mal ein bisschen, wie war das letzte Jahr für dich? Auch mit der ganzen Corona-Pandemie. Ihr habt trotzdem gespielt, nehme ich an. Ja, also erstmal die Saison war echt merkwürdig und wir hatten noch viele Corona-Testungen. Natürlich. Aber wir hatten das Glück, mit der ersten und mit der zweiten auch eigentlich komplett durchzuspielen. Okay. Mit der WNBL leider nicht. Die wurde irgendwann abgebrochen, ne? Wann war das? Anfang des Jahres? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich glaube sogar schon vorher und dann halt endgültig jetzt irgendwie letzten Monate. Ja. Ja, aber das lief auch mit der. In der zweiten haben wir dann ein paar Personalprobleme, wenn man das so sagen kann, weil die einfach alle weggegangen sind, weil es denen oder vielen war das nicht ganz angenehm. Ja, wirklich? Ja, aber in der ersten konnten wir zum Glück die ganze Zeit durchspielen und dann sind wir sogar in die Playoffs gekommen und sind deutscher Vizemeister geworden. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja, glaube ich, jetzt so das Coolste daran, Vizemeister geworden. Erzähl mal, wie war denn die ganze Erfahrung für dich? 1. Liga, Playoffs gespielt, Vizemeister geworden. Erzähl mal kurz. Also erstmal, es war eine mega krasse Erfahrung, weil das war meine erste Bundesliga-Saison, wo ich auch echt gespielt habe. Ja. Es hat echt Spaß gemacht mit dem Team. Ja. Und wir hatten vielleicht so am Anfang des Jahres ein paar Schwierigkeiten, so besonders weil wir keine Winterpause hatten, aber so im Playoffs lief es dann alles wieder richtig gut und dann hat es auch echt Spaß gemacht und dann sind wir auch immer weitergekommen und das macht auch einfach Spaß, wenn man dann nicht so viel Training hat und mehr spielen mehr kann. Ja. Und dann, wenn man gewinnt, natürlich noch mehr. Natürlich. Und dann gegen Keltern lief es leider nicht ganz so gut mit Gewinnen, aber die sind auch schon ein krasses Team. Aber ich finde, wir haben uns da gut geschlagen. Und ja, ist doch super. Aber du hast gerade gesagt, die erste Bundesliga-Saison für dich und da direkt so eine Erfahrung gemacht mit Corona-Pandemie, Vizemeisterschaft. Ich würde sagen, geht auf jeden Fall schlechter mit 16, oder? Das stimmt. Brauchst du eben eine Trinkpause? Nein, alles gut. Nein, brauchst du nicht? Oh, hervorragend, super. Gut, wir starten mal auf der rechten Seite. Okay, Frieda, du fängst hier an. Ja, ihr zu Hause auch. Was wir wollen. Wir wollen mit Hot Steps in Richtung Dreierlinie. Hot Steps nochmal. Wir landen gleichzeitig mit unseren Füßen. Okay? Und ein Knie wird dabei immer wechselnd angezogen. Okay? Frieda, du versuchst dabei bitte den Ball um die Hüfte zu kreisen. Okay? Wenn das für euch zu Hause noch ein bisschen zu schwierig ist, kein Problem. Versucht erstmal die Laufschule oder die Hot Steps so hinzubekommen. Bis zur Dreierlinie. Wenn du angekommen bist, gehst du hier raus direkt in einen Onside-Dribbelstart. Okay? Sprich, du hast dein Gewicht auf dem Innenfuß. Das ist jetzt der linke. Dribbling mit der rechten Hand, danach machst du einen rechten Schritt in Richtung Hüfte von dem Gegenspieler, Ball ist hier rechts geschützt. Ein weiteres Dribbling und Frieda hat mir gesagt, dass sie gerne One-Step finishen würde. Den Wunsch erfüllen wir natürlich. Also mit rechts hochspringen und dann könnt ihr sagen, ob ihr mit rechts auch finisht oder mit links, eure eigene Entscheidung. Okay, Frieda, let's go. Gut, gut und Attacke. Ui! Mach euch noch einen Dribbling mehr. Ja, mach euch noch einen Dribbling mehr und bitte hier nach deinem Dribbelstart ohne Hopser, sondern direkt tief bleiben und dann ins nächste Dribbling gehen, okay? Ja, genau, richtig. Let's go. Gut, so. Step. Nice. Gut. Mach den Schritt noch ein bisschen mehr nach vorne, dass du an die Hüfte von dem Gegenspieler kommst und nicht so weit zur Seite. Und damit wollen wir ihn quasi direkt schon schlagen. Ja, oder eher ein Bedrängnis bringen schon. Let's go. Step. Gut.
Ja, bleib danach direkt schnell. Bleib danach direkt schnell. Du machst hier das Dribbling. Frierst quasi kurz ein, aber ich möchte, dass du das Dribbling setzt. Boom. Und da dann Tempo aufnimmst und Richtung Korb gehst. Okay? Okay. Auf geht's, Frieda. Und Step, Speed. Nice. Gut so. Boom, 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 boom. Und go. Aha. Nice. Du hast es selbst gemerkt. Ja, der wunderschöne Hopser. Ich bin aber, glaube ich, auch allergischer dagegen als andere Trainer. Auf geht's. Wirklich tief sein bei dem Schritt. Gut, der war sehr schön. Der war sehr schön. Okay. Eine kurze Pause. Ich schnacke hier die ganze Zeit rum und erzähle irgendwas von wegen an die Hüfte von dem Gegenspieler kommen. Wenn wir diesen Schritt hier machen, ja, stellen wir uns vor, dass der Gegenspieler quasi vor uns steht. Okay? Und das Ziel ist es, den Gegenspieler in Bewegung zu bringen, dass er sich entweder seitlich bewegen muss oder sich irgendwie öffnen muss. Okay? Und da ist die Hüfte von ihm das Ziel oder von ihr, was wir attackieren wollen. Okay? Damit er sich irgendwie öffnen muss, wir hier den Vorteil haben, damit direkt nach vorne kommen. Er kommt nicht wirklich wieder, oder sie kommt nicht wirklich wieder vor uns. Und wir gehen da in das One-Step-Finish. Okay? Frieda, wir machen mal, 6 Treffer. Und du kannst gerne laut mitzählen. Okay? Attack, bam. Ja, nice. One Step finishen. Bravo. Eins. Und wieder ränderweise nach oben. Sehr, sehr schön. Vorbildlich. Auf geht's. Und Step. Nice. Denk an den Hopser. Ja. Du merkst das selber, ne? Ja. Auf geht's. Bam. Sehr schön. Sehr schön. Drei. Gut, Frieda. Krieg den Ball wirklich hier hin, dass du ihn am langen Arm hast, okay? Okay. Falls der oder die Gegenspielerin reinkommen will, reinschlagen will, super. Gut. Vier. Zwei noch. Und go. Step. Gut, Frieda. Okay. Und letzter. Einen letzten noch. Step. Gut. Okay, wir wechseln mal die Seite. Dribbling hier vorne, viel, viel besser zum Ende hin. Ja, tun mir nochmal einen Gefallen. Frieda hier in der Halle, ihr zu Hause auch. Wenn wir in das Finish gehen, okay, und mit dem linken Fuß abspringen, mit der linken Hand auch finishen wollen, nehmen wir mal jetzt, okay, die rechte Hand hoch. Als Schutzarm quasi, wenn dann die Gegenspielerin noch kommen will, den Wurf schwierig machen will oder contesten will oder ähnliches, sie quasi davon abprallt und wir da freie Bahn mit der linken Hand zum Korb haben. Okay. Okay? Auf geht's, selbe Geschichte. Gut. Ja, viel, viel besser. Gerade vergessen zu sagen, wir versuchen jetzt mal den Ball andersrum in die Hüfte zu drehen, okay. Sprich nicht mehr rechts rum, sondern links rum. Genau, sehr schön. Step. Ja, der tolle Hopser. Und mal daran denken, Frieda, der Schritt ein bisschen diagonaler nach vorne. Okay, ist auch für dich dann der Vorteil. Let's go. Boom. Nice. Finishen. Klasse. Sehr, sehr gut. Auch jetzt, wir wollen mal 6 Treffer machen, Frieda. Wieder laut mitzählen. Boom. Gut. Gut. Eins. Ganz, ganz wichtig. Beim letzten hast du es sehr gut gemacht. Ich habe es gerade auch schon mal kurz erwähnt. Wenn wir hier dieses Dribbling gemacht haben, sind wir an so einer Art Schrittstellung. Okay? Und jetzt ist es wichtig, mit dem nächsten Dribbling direkt weit nach vorne zu kommen. Okay? Also den hinteren Fuß ein bisschen anheben. Okay? Die Hacke weg vom Boden, dass es wie im Startblock ist, am 100-Meter-Sprint. Boom! Drücken und weit nach vorne, um da wirklich Tempo aufzunehmen. Okay? Darauf noch ein bisschen mehr achten, Frieda. Auf geht's. Yes! Zack, 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 zack. Und go. Super. Okay. Zwei. Noch wieder 6 Treffer auf der linken Seite. Sehr schön. Zack, zack. Gut, Frieda. Sehr schön. Kannst auch wieder variieren. Mal Außenhand, mal Innenhand in den Finish. Okay. 3. Hälfte hast du.
Boom. Yeah. Finishen. Sehr, sehr gut. 4. 2 noch. Bam. Nice. Klasse. 5. So, und der letzte. Noch einen richtig guten, Frieda. Und Step. Boom. Nice. Finishen. Okay. Du schmeißt 3 Freiwürfe rein. Ihr zu Hause natürlich auch. Und danach gibt es dann gleich die erste Trinkpause. Okay? Gut. Alles klar. Frieda, du kannst mal eben einen Schluck trinken, ihr zu Hause auch. Für mich wieder die Chance, in der ersten Trinkpause immer auf die anderen Programmpunkte hinzuweisen. Heute Abend schließen wir die Woche ab mit dem Fitnesskurs von Susi. Danach gehen wir ins Wochenende. Nächste Woche geht es dann wieder weiter am Montag mit dem nächsten Fitnesskurs von Susi. Dienstag ist Eike für euch da im U11 Online-Training, Leon für euch da im U12, U14 Online-Training. Mittwoch ist wieder Kitchen Club mit Hanno Stein im Möbelhaus Nehmann. Und dann heute in einer Woche an dem Freitag dasselbe Prozedere wie diese Woche mit der Sportstunde und dem Online-Training. So, Frieda, du hast hier schon das schöne Deutschland-Basketball-Trainings-Jersey an. Du warst auch schon in den Jugendnationalmannschaften unterwegs, aber jetzt vor ein paar Monaten gab es noch einmal quasi ein kleines Upgrade. Erzähl mal kurz. Ja, ich war bei der EM-Quali dabei für die Adam. Ja. Ja, da wurde ich eingeladen. Und erstmal war ich ein bisschen geschockt, dass ich eingeladen wurde, weil ich noch nicht so alt bin. Natürlich. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also wir sind nach Riga geflogen und haben dann 2 Spiele gespielt. Ja. Das erste gegen Kroatien und das zweite gegen Lettland. Ja. Ich war leider nicht im Kader, aber ich meine, ich konnte mittrainieren, ich konnte die ganzen Erfahrungen sammeln, ich konnte ganzen erfahrenen Bundesligaspielerinnen oder halt Profispielen noch, die im Ausland spielen. Ja. Und es hat echt viel Spaß gemacht, das war echt lehrreich. Ich wollte gerade sagen, mit 16 zur A-Nationalmannschaft, ich glaube, da gab es nicht so viele vor dir, die das schon erreicht haben. Das ist ein super cooles Ziel, auch wenn du nicht im Kader warst, aber es ist ja nur Frage der Zeit, bis es dazu kommt. 2 Spiele waren es, richtig, in Riga. Ja, genau. Wie waren die Ergebnisse? Ich habe gar nicht mehr. Beide verloren. Okay, dann machen wir direkt weiter, wir wollen gar nicht darüber sprechen, bevor hier noch weitere doofe Fragen von mir kommen. Okay, wir bleiben im selben Prinzip, Frieda. Du machst wieder Hot Steps, kreist den Ball um die Hüfte. Was wir jetzt machen? Wir nehmen das gleiche Dribbling wieder mit der rechten Hand und dem rechten Schritt. Wir wollen unser Gewicht aber jetzt auf die rechte Seite verlagern und einen Handwechsel vom Körper machen. Okay? 1, 2, es ist ein super schneller Rhythmus. Danach versuchen wir die Füße zu überkreuzen, attackieren hier auf der linken Seite. Frieda, du machst 1 oder 2 Dribblings, je nachdem wie weit du bist, und versuchst hier mal neben dem Ring einen Layup zu haben. Okay? Ja, wirklich wichtig. Der Rhythmus 1, 2, Füße überkreuzen, dann wirklich Tempo aufbauen, Ball entweder an die Schulter, nach oben, einklemmen wie ein Running Back und dann gehen wir da in normalen Korbleger auf der linken Seite. Auf geht's, here we go. Bam, bam, nice. Ah, ich glaube, ein Dribbling reicht dir. Ja. Und go, step, step. Okay. Direkt 2 Korrekturen. Frieda, du hier, ihr zu Hause auch. Ich weiß nicht, ob ihr damit klarkommt. Wenn wir das Dribbling setzen, versuch mal dein Standbein hier am Boden zu halten. Okay, dass wir es jetzt schaffen, bei dem Handwechsel noch mehr Raum zu gewinnen, wenn wir die Füße überkreuzen. Okay? Und dann setz hier wirklich 2 Schritte. Zack, zack, boom. Und dann mit dem Kreuzschritt wieder nach vorne und da ins Finish gehen. Versuch mal nur ein Dribbling zu machen, lange Schritte zu machen, um da in den linken Korbleger zu gehen. Okay? Lass den Ball quasi laufen. Ja, genau. Okay. Lass den Ball laufen und dann setzt du die Attacke wieder. Okay. Und go. Step, step. Ja, nice. Trau dich wirklich, die beiden Schritte hier zu machen. 1, 2, bam, bam. Und dann ins nächste Dribbling reinziehen. Okay. Okay? Boom, boom. Ja. Sehr gut, Frieda. Rhythmus von den beiden Handwechseln ist wirklich schnell. 1, 2, okay. Und go. Step, step. Klasse. Good job, Frieda.
Boom, boom, klasse. Ich glaube, du weißt genau, was ich jetzt korrigieren will. Ich bin ein sehr großer Fan davon, dass wir lieber die Füße überkreuzen, anstatt irgendwelche Hopser zu machen. Ja. Ne, denn es ist einfach auch sehr oft gesehen, wenn wir hier Hopser machen, stolpert man mal, fällt irgendwie ungünstig hin. Außerdem kriegen wir auch nicht so viel Platzgewinn, wenn wir die Füße überkreuzen, statt wenn wir sie überkreuzen, schaffen wir mehr, als wenn wir nur einen Hopser machen. Darum da wirklich drauf achten. Und wir gehen mal jetzt in 6 Treffer, Frieda, okay? Auf geht's. Boom, boom. Hey, viel besser. Nice. 1. Du zählst wieder laut mit. Boom, boom. Ja, versuch ruhig so weit zu kommen, dass du das Finish mit Brett machen kannst. Okay, dann hast du auch den Ring als Brettschutz oder als Blockschutz, wenn eine Gegenspielerin mitkommt, den irgendwie contesten will. Ist ein bisschen einfacher für dich. Okay, auf geht's. Und go. Bam, bam. Nice. Gut, Frieda. Toll. Na, 6 wollen wir. Ihr seht es zu Hause gerade nicht. Frieda macht es aber sehr gut. Nach ihren beiden Dribblings hier schaut sie einmal kurz zum Korb, einfach um auch da Gefahr auszustrahlen, dass wir eventuell direkt in den Wurf gehen können. Zu Hause auch bitte darauf achten, okay? In jeder Situation. Nice. Immer Gefahr für den Wurf ausstrahlen, immer den Gegenspieler so bearbeiten, dass er für alle möglichen Situationen, Handlungen, die wir machen, irgendwie bereit ist. Auf geht's. Nice. Step, step. Gut. 5. Versuchen nicht zu lange hier stehen zu bleiben, sondern dich da ein bisschen schneller wieder abzudrücken. Okay? Okay. Letzter. Boom, boom. Yeah. Und Layup rein. Und go. Bam, bam. Der war super. Finish den. Okay, Frieda, du schmeißt 2 Freiwürfe rein in die Belastung. Ja. Frieda, wann hast du denn angefangen, eigentlich im Damenbereich zu spielen? Neben der Jugend. Weißt du das noch? Ja, ich glaube so vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Mit ja. 13 also? Ja. Okay. Da bin ich dann zum OSC gewechselt. Ja. Und dann waren wir in der 2. Liga und sind direkt das Jahr aufgestiegen. Okay. Und da hast du auch schon gespielt oder eher ein bisschen mittrainiert? Mittrainiert. Ich habe vielleicht mal so die Garbage Minutes am Ende gekriegt. Hin und wieder mal. Ja, aber ich meine, ich kann trotzdem mittrainieren, mich weiterentwickeln. Also. War der Unterschied sehr groß oder war es schwierig, sich da anzupassen oder ging das von relativ der zügig? Jugend dann. Ja, genau, Jugend zu den Erwachsenen dann quasi. Ja, ich muss sagen, das war schon ein bisschen schwierig, besonders weil die einfach alle erfahrene Spielerinnen sind. Natürlich. Schnelle Entscheidungen treffen, wissen, was sie wann machen. Ja. Und ich habe immer noch jetzt nach 2,5, 3 Jahren ein paar Probleme, manchmal die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Wird schon besser, aber da ist schon diese Entscheidungsfindung besonders. Das ist das, was so der größte Unterschied war. Ja, aber voll die coole Erfahrung für dich. Ich meine, wenn du jetzt schon mit 16 das so gut reflektieren kannst, ist ja absolut eine klasse Sache für dich. So, wir gehen auf die andere Seite, Frieda. Du machst denselben Spaß. Hot Steps, drehst den Ball jetzt bitte andersrum um deine Hüfte. Dribbling nach außen, Handwechsel auf rechts, Füße überkreuzen, Attacke setzen und auch hier wieder in Richtung Brett finishen, lang machen und da an den Layup. Okay, wir machen mal direkt 8 Treffer, Frieda. Alles klar? Okay. Auf geht's. Boom, boom. Ja, nicht so gut. Okay, nicht so gut, alles klar. Ich halte schon meinen Mund, alles in Ordnung. Und zack, zack. Super. Der war sehr, sehr gut. Der war sehr, sehr gut. Das war der erste. Bam, 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 bam. 1, 2. Gut, Frieda. 2. Das erste Dribbling ist sehr gut. Versuch den Handwechsel vom Körper noch ein bisschen härter zu spielen. Okay? Okay. Dass du den Ball wirklich, wirklich hart auf den Boden dribbelst. Ja, let's go. Okay.
Oh, bam, bam, yeah, okay. Eins, zwei, Layup finishen. Drei. Here we go. Klasse. Gut, Frieda. Vier. Bam, 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 bam. Nice. Richtig gut. Fünf. Richtig gut. Krieg deine beiden Schritte vielleicht noch ein bisschen länger, dass du es eventuell schaffst, neben dem Ring zu finishen. Ja. So ist nicht schlecht, ne? Aber ja. Vielleicht kriegen wir es noch sogar ein bisschen besser hin. Auf geht's. Gut. Und Speed. Ja, here we go. Sechs. Gut, Frieda. Sehr, sehr schön. Sieben. Einen letzten noch. Step, 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 step. Zack, zack. Klasse. Gut, okay. Ab. Du schmeißt nochmal drei Freiwürfe rein. Danach gibt es die letzte Trinkpause für heute. So, du bist 16, du hast ja schon ein, zwei richtig coole Erfahrungen gemacht. Könntest du sagen, was die beste war bis jetzt? Ja. Ja, kannst du? Also, ich war natürlich immer schon bei den Erwachsenen dabei, aber eine tolle Erfahrung war es auch, die Europameisterschaft zu spielen. Ja. 2019. Ja, das war U16 dann, ne? Genau, so U16. Ist einfach total cool, mit den Mädchen dann die Gleichheit sind, zusammen zu spielen und ja, ja, einfach diese Erfahrung, mit so vielen anderen Ländern da zu sein, ja, das ist schon sehr cool. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Man kennt sich ja auch dann schon, ja, ein paar Jahre, ne? Stimmt. Obwohl natürlich auch die ganzen erwachsenen Sachen super sind. Nein, ich wollte gerade sagen, es ist ja wahrscheinlich schwierig jetzt aus den ganzen Erfahrungen, ja, oder Erlebnissen einen bestimmten Moment rauszuholen, aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Kann man eigentlich nicht wirklich so eine Sache über die andere stellen. Also nee, klar, natürlich. Heißt ja nicht, dass dann die Vizemeisterschaft schlechter war als die, ja, EM jetzt vor 2 Jahren beispielsweise. Das waren drei? Ja. So, okay, du kannst eben einen Schluck trinken. Danach geht's noch weiter. Ich werde gleich auch noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, über dieses Geschwisterduell zwischen Frieda und Karl. Ich bin mir sicher, Karl guckt zu Hause auch gespannt zu und wartet nur auf ein, zwei. Bestimmt. Bestimmt, oder? Was würdest du denn sagen, Frieda? Wer würde im 1 gegen 1 gewinnen? Du oder Karl? Ich muss ehrlich gesagt derweise sagen, dass es wahrscheinlich Karl ist, auch wenn ich nicht gerne zugebe. Du kannst doch jetzt nicht Karl sagen, das gibt's doch nicht. Ich würde mein ganzes Geld auf dich wetten, glaube ich. Ja. Karl einfach nur auf die linke Hand pushen und warten, bis er in Pull-Up da reingeht. Nervt ihn wahrscheinlich jetzt, aber das konnte ich mir nicht verknallen. Okay? So, wir gehen wieder in dasselbe Setup. Frieda, okay, Hot Steps hier. Doppelter Handwechsel. Eins, zwei. Füße überkreuzen. Du gehst in ein weiteres Dribbling Richtung Mitte. Und wir wollen hier mal in so einen kleinen Mitteldistanzwurf gehen. Okay? Okay. Nochmal, ganz, ganz wichtig. Frieda, weißt du, was ist dein Stopp? Gehst du in zwei Kontakte? Gehst du in, ja, einen Kontakt? Zwei, ja, ist auch der beste, habe ich gehört. Nur weil Frieda jetzt diesen Stopp macht, heißt nicht, dass ihr den zu Hause nachmachen müsst. Okay? Wenn ihr lieber sagt, ihr wollt zuerst mit eurem Außenfuß in den Wurf gehen oder ihr wollt in einem Kontakt landen. Es geht darum, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Ja, na klar, Trainer geben euch irgendwie Tipps, was sie glauben, was zu euch am besten passt. Wenn ihr aber euch damit nicht wohlfühlt, bloß nicht Kirre machen lassen davon. Es geht darum, ihr müsst euch wohlfühlen, ihr müsst den Wurf im Spiel nehmen und nicht wir Trainer. Okay? Also Frieda, wir gehen direkt mal in 6 Treffer. Machen wir 6? Ja. Auf geht's. Boom. Eins, zwei. Klasse. Ja, aber trotzdem den Ball laufen lassen, okay? Okay. Also exakt das gleiche wie gerade eben, nur dass du mit dem Dribbling nach vorne dann nicht in den Layup gehst, sondern im Mittelstand so abstoppst. Okay? Let's go. Okay. Und Step, Step, laufen lassen, rein. Nice. Zwei. Boom, boom. Okay. Frieda macht meinen Job hier gerade ziemlich einfach. Ich habe gar keine Korrekturen, die ich irgendwie loswerden kann. Doch, Frieda versucht den Ball nicht zu verlieren.
kann ich doch noch was sagen. Denk nochmal dran, dich nach deinem Dribbling auf die rechte Seite ein bisschen schneller wieder Richtung Mitte abzudrücken. Nicht zu lange dazu. Stecken zu bleiben quasi. Auf geht's. Und go. 1, 2. Okay, sehr gut. 4. Alles klar, oder? 2 fehlen noch. Na, fang nochmal an. Boom, boom. Und rein, yeah. 5. Einen letzten noch. Step, 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 step. Nicht so gut. Nicht so gut? Nochmal. No, natürlich. Ja, besser. Okay, wir wechseln die Seite. Frieda, jetzt musst du mir mal fragen, warum denkst du denn, dass Karl gegen dich im 1-on-1 gewinnen würde? Einfach nur, weil er größer ist? Teilweise. Er hat schon lange Arme und... Er hat unfassbar lange Arme. Ja, ist echt krass und er macht, glaube ich, auch hier einen guten Job mit Krafttraining und... Ja, muss man ja sagen, Karl ist schon ziemlich fleißig, aber... Es wird einfach schwierig für mich, ich habe nicht so einen schnellen Schritt wie er, deswegen... Aber ist nicht so, dass ich nicht gegen ihn scoren könnte oder so. So, darauf wollen wir hinaus. Ist nicht so, dass du gegen Karl scoren würdest. Sehr schön. Auf geht's. Selbe Geschichte, andere Seite. Bam, bam. Gut. Ich nehme an, die willst du nochmal machen. Ja, natürlich. Sehr, sehr vorbildlich, nur wirklich 6 quasi perfekte Wiederholungen lassen wir gelten. Klasse, Frieda. Ja, versuch nochmal. Wenn du diesen Handwechsel vom Körper hast, okay, diesen Schritt ruhig ein bisschen länger zu machen. Ja, was du gerade machst, dass du einfach nur vorne überkreuzt, aber du kannst deine Hüfte ein bisschen mitdrehen und hier wirklich einen Schritt drüber machen, dann kommst du noch viel weiter zur Seite. Okay? Okay. Auf geht's. Zwei. Versuch aber, wenn du deinen zweiten Schritt gesetzt hast, einmal in Richtung Korb zu schauen und deinen Oberkörper in Richtung Korb auszurichten, dass du da auch in den Wurf gehen könntest, was wir gleich noch machen, okay? Okay. Let's go. Boom, boom und push. Nice, Frieda. 3. Bam, bam und rein. Here we go. 4. Step, step, 1, 2 und 5. Okay. Oh Gott, war das schlecht. Handwechsel ein bisschen härter und schneller. Verlier den Ball lieber mal, aber dribbel wirklich so hart du kannst. Okay. Und go. Bam, bam. Eins, zwei. Der verfluchte Letzte. Ja. Gut. Zack, zack. Und rein damit. Sehr schön. 3 Freiwurftreffer. Du gehst aber noch zur Schule, Frieda, richtig? Ja. Und du machst dein Abitur auch jetzt gerade oder bist auf dem Weg dahin? 22 ist mein Abitur. 22, okay. 22. Wie war das denn? Das alles unter einen Hut zu bringen. Ich meine, du hast WNBL, erste Liga, zweite Liga und dann auch noch Videokonferenzen oder Unterricht in der Schule. Hat das alles geklappt oder hast du da manchmal gedacht, es ist sehr, sehr schwierig, alles hinzubekommen? Es klappt schon, aber zwischendurch bin ich auch schon ein bisschen erschöpft und das glaube ich. Schon alles ein bisschen nervig, vor allem weil meine Lehrer jetzt besonders in den Videokonferenzen ein bisschen übertreiben. Oh, ist das so? Ja, ich kriege mehr Aufgaben als sonst. Okay. Aber. Also man muss natürlich diszipliniert sein und sowas, aber das kriege ich hin. Das klappt schon. Ja, das klappt schon. Ja, du hast es gerade gesagt, Disziplin, also, ganz, ganz wichtig. Man kann alles unter einen Hut bekommen, wenn man es wirklich will, aber es ist auch immer so eine gern gesehene Ausrede, ich kann hier nicht trainieren, da nicht trainieren, weil ich für die Schule was machen muss. Nein, wenn man das möchte, dann klappt es auf jeden Fall, siehe hier bei Frieda. Machen wir noch einen. Ja. Ja, gut, wir gehen wieder auf die andere Seite. Versuchen das jetzt mal ein bisschen hoch zu pushen, die Anforderungen. Du machst wieder Hot Steps. Du kreist den Ball einmal rechts um die Hüfte, einmal links um die Hüfte und die ganze Zeit in dem Rhythmus, bis du an der Dreilinie angekommen bist. Dribbling hier, Crossover vom Körper, Füße überkreuzen
Und dann gehen wir direkt da mal aus zwei Kontakten in den Jump Shot. Alles klar? Versuch jetzt wirklich, stell dir vor, deine Gegenspielerin ist vor dir. Du willst unfassbar viel Separation zwischen dir und ihr bekommen. Weg von ihr und da dann schnellstmöglich in den Jump Shot. Okay? Let's go. Aha. Ja, achte drauf, halt deinen Innenfuß am Boden, dass du dich wirklich abdrücken kannst in Richtung Mitte, ja? Oh, bam, bam. Nicht nachmachen. Nicht. Nicht nachmachen. Bloß nicht. Einfach das Dribbling weglassen, dann passt es. Gut, zack, zack, eins. Okay. Auch wenn dein Stopp jetzt eigentlich erst außen innen ist, versuch mal wirklich. Dribbling, Dribbling, rechts, links. Spart einfach ein bisschen Zeit und wir können da, wenn der zweite Fuß gesetzt ist, den Impuls nehmen wir mit und gehen da hoch in unseren Jump Shot. Okay. Alles klar, wir machen mal 6 Treffer auf beiden Seiten, Frieda. Auf geht's. 1, 2. Jo. Jep, jep, bam, bam. Ja, nochmal jetzt, ich weiß, zum Ende hin, hier wird die Kraft ein bisschen weniger. 2 schnelle Dribblings, schnell wieder abdrücken von rechts auf links, okay, let's go. Bam, 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 bam und go. 1, 2, super, Frieda. Das ist der erste. Bam, 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 bam. Step, step. Klasse. Oh Gott. Den schneiden wir raus. Versuch nochmal wirklich den Ball ganz nach links zu bekommen. Denn je weiter der Ball weg ist, desto länger werden automatisch die Schritte. Okay? Auf. Okay. Gut, bleib dann im Rhythmus. Nice. Boom, 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 boom. Step, step. Bam, 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 bam. Und 1, 2. Klasse. Hab ich. Hast du? Sorry. Schmeiß nochmal 2 rein, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Kein Problem, fang von vorne an. Boom, 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 boom. Step, step. Ja. Okay, das waren 2. Einen noch. Jämmerlicher Versuch. Wirklich weit den Schritt Richtung Mitte. Weit. Gut, Frieda. Okay. Auf die andere Seite. Na, jetzt wahrscheinlich gerade für Frieda hier und auch für die meisten Rechtshänder und Rechtshänderinnen zu Hause. Ja, wenn wir den Schritt machen, müssen wir unsere rechte Hüfte wirklich weit nach vorne bekommen. Ne? Ansonsten laufen wir Gefahr, dass der rechte Fuß irgendwie weiter hinten ist und wir dann den Ball rausstoßen. Also direkt im Kopf haben, rechte Hüfte weit nach vorne, dass du die Position hast, um einen guten Wurf zu machen. Okay? Let's go. Step, step, boom, boom. Wenn du am Ende so einen kleinen Hopster machst, ist überhaupt nicht schlimm. Okay? Okay? Aber wenn du es auch ohne schaffst, bin ich auch nicht böse. Sagen wir so. Auf geht's. Bam, bam. Guter Wurf, Frieda. Ja. Gut. Versuch den Ball in dem Handwechsel gar nicht so weit rüber zu führen, sondern direkt, wenn du hier bist, direkt aufzudribbeln, dass es schneller passiert. Okay. Okay? Auf geht's. Und go. Step, step. Besser. Oh. Boom, boom. Gut. Okay. Wieder einen Treffer machen wir noch. Die Zeit hängt uns ein bisschen im Nacken. Gut, gut. 1, 2. Okay. Mach nochmal 2 Treffer von der Freiwurflinie.
Gut. Zweiten auch noch rein. Okay. Das war's auch schon wieder. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie schnell 45 Minuten umgehen können. Frieda, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke. Ich fand's mega cool. Oh, wir müssen uns einmal anders aufstehen. So. Ich fand's mega cool, dass wir mal jetzt nicht nur Jungs hier hatten und nicht Jungs von Rasse, sondern auch mal einen kleinen Eindruck von dir bekommen haben. Richtig, richtig danke. Cool. Passt auf, was in den nächsten Jahren noch passiert. Ich bin sicher, dass ihr auch noch mal von Frieda hören werdet. Je älter sie wird, desto höher wird sie wahrscheinlich auch noch spielen, desto mehr wird sie erreichen. Das war's hier von uns beiden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das Wichtigste ist, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und ich freue mich auf nächste Woche. Macht es gut. Ciao.